Hey Leute, heute teste ich mit euch zusammen die neuen Matière Première Extrait de Parfum, weil mich danach einige Leute gefragt haben und ich mir deshalb ein Sample-Set bestellt habe. Und ich werde euch deshalb heute die Story von diesen 5 Extraits vorstellen und natürlich auch einfach einmal alle Düfte durchriechen mit euch und euch erklären, wo die Unterschiede liegen, warum ihr das Ganze kaufen könnt oder eben auch nicht. Und ja, dafür habe ich mir, wie gesagt, ein Sample-Set bestellt. Ich kenne die Düfte aber ehrlich gesagt schon so ein bisschen länger, weil ich natürlich bei dem einen oder anderen Kunden von mir auch zu Gast war und die teilweise schon so Preview-Versionen darum liegen hatten und mich dann natürlich auch, weil ich die Marke ja sehr lange schon kenne und die auch ein Jahr lang als Vertreter hier auf dem deutschen Markt begleitet habe, die Marke, wollten sie natürlich von mir wissen, was ich davon denke und ob ich das Ganze auch mal so ein bisschen für die Leute zusammenfassen kann. Und da habe ich eben auch schon gelesen, dass es bei diesen Extraits eben darum geht, nicht nur eine höhere Ölkonzentration von den ursprünglichen Düften zu verwenden, sondern eben auch noch einen zusätzlichen Partner, also einen zusätzlichen Partner-Duftstoff mit reinzubringen. Bei Matière Première ist nämlich der Name Programm, denn Matière Première bedeutet auf Deutsch übersetzt, das ist Französisch und bedeutet auf Deutsch übersetzt Rohmaterial. Das heißt, bei jedem dieser Düfte geht es eben um einen bestimmten Inhaltsstoff, zum Beispiel Rose, Sandelholz, Weihrauch, Leder oder Safran. Und was bei den normalen Eau de Parfum schon immer Sache ist, ist, dass das Ganze einfach in einer höchstmöglichen Konzentration verwendet wird. Und bei den Extraits ist es jetzt aber so, dass die Konzentration quasi nochmal erhöht wurde von dem gesamten Zeug, aber die Formel auch nochmal dahingehend angepasst wurde, dass noch ein zusätzlicher Inhaltsstoff mit drin ist. Ich glaube, bei Crystal Saffron ist das dann Myrrhe. Es steht übrigens leider nicht hinten drauf. Das ist so ein bisschen schade. Also es wäre, glaube ich, ganz cool gewesen, wenn man den zusätzlichen Inhaltsstoff dann nochmal drauf stehen hätte. Aber ich werde euch das einfach einblenden, ne? Also ich werde jetzt nicht hier noch groß recherchieren, ihr bekommt hier einfach einen ersten Dufteindruck von mir. Und ja, zum Beispiel bei Falcon Leather ist es jetzt das Oud. Also Jeremy Fragrance hat ja zum Beispiel über Jahre hinweg behauptet, dass es ein Oud-Duft ist. Ist es aber eigentlich nicht und jetzt haben sie aber Oud eben mit hinzugefügt aus Laos, soweit ich weiß. Aber auf jeden Fall ist das eben die Geschichte von den Extraits. Ich glaube, der Preis von denen liegt irgendwie so bei 350 Euro, die 100 Milliliter, was natürlich relativ hoch ist verglichen mit den normalen Düften, aber wie ich finde, immer noch in einem sehr akzeptablen Bereich. Also wenn ich das vergleiche mit Roger Parfums, mit einem Serge auf so, dann ist die Qualität schon wirklich, kann da wirklich auch mithalten. Ja? Es ist eben nur eine andere Art von Parfümerie, es ist eine andere Art von Herangehensweise, nämlich dieses sehr minimalistische und auf die Inhaltsstoffe bedachte und eben dieses typisch französische. Der Vorteil von Matière Première meiner Ansicht nach ist aber immer noch, dass die Düfte wirklich sehr zugänglich sind, also eigentlich jeder dort einen Duft findet, den er oder sie mag. Und das ist bei denen jetzt vielleicht nicht so, weil ein wirklich frischer Duft hier fehlt. Also die haben sich hier schon sehr auf die dunklen Düfte konzentriert, die sie haben und auf diese schweren, harzigen, intensiven Düfte. Wer sich in diesem Bereich aber wohlfühlt, also Leute wie ich, die werden damit auf jeden Fall glücklich werden. Und ich muss ehrlich sagen, so die Blotter wiederzusehen, das holt in mir schon wirklich gute Gefühle hervor, weil ich wirklich sehr gerne für die gearbeitet habe und auch immer noch Kontakt zu dem Team habe. Von daher, ja, die suchen übrigens gerade jemanden. Also wenn jemand Bock hat, für die angestellt zu sein, bewerbt euch, Leute. Noch ein, zwei Sachen vorher, bevor ich damit anfange. Ich habe die natürlich alle schon mal gerochen, die Extraits. Und ich kann euch sagen, wenn ihr euch einen riesigen Unterschied erhofft zu den normalen Düften, werdet ihr hier enttäuscht. Das kann ich euch an der Stelle wirklich sagen. Sondern wenn man die normalen Düfte schon hat und man mag die, dann ist es nur vielleicht ein Upgrade wert. Weil ich finde, dass die normalen Düfte, insbesondere bei dem Roseduft oder bei dem Weihrauchduft oder auch bei dem Falcon Leather, ist es eben so, dass die normalen Düfte schon so intensiv sind, dass das meiner Ansicht nach auch vielleicht gar nicht mehr hätte sein müssen, dass das Ganze nochmal in der Konzentration erhöht wird, weil das dadurch nicht viel intensiver wird, sondern sich die DNA nur noch ein kleines bisschen dem Optimum annähert. Und um ehrlich zu sein, konnte ich den ersten dieser Extraits schon auf der Weihnachtsfeier in Paris letztes Jahr mit den Jungs und Mädels dort testen, weil sie den da nämlich erstmals vorgestellt haben. Und das war der Crystal Saffron und da war die Rede, dass die einen oder drei Topseller als Extrait rausbringen und jetzt sind es eben 5 geworden. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Aber bei Crystal Saffron hat das zu seiner Zeit auf jeden Fall Sinn gemacht, weil der Duft sich dadurch noch mal ein bisschen verändert hat. Dazu komme ich auch gleich noch. Und die anderen haben mich dann aber doch ein bisschen überrascht. Und ich würde sagen, es kommt sehr stark darauf an, welchen Duft man hier riecht, ob sich das Upgrade lohnt oder eben nicht. Und im Zweifel, Leute, immer testen. Die Samples bekommt ihr für wenig Geld auf der offiziellen Website. Und ich werde natürlich, auch wenn ich dafür nicht bezahlt werde und keinerlei Geschäft
mehr mit denen habe, werde ich euch das natürlich trotzdem in der Beschreibung verlinken, weil ich das Team immer noch sehr, sehr gerne mag. Aber damit kommen wir zum ersten Duft und das ist der Radical Rose Extrait de Parfum. Und ich werde euch, wie gesagt, dann hoffentlich einblenden, was hier noch als zusätzlicher Inhaltsstoff mit drin ist. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das hier eine unfassbar runde und sehr, sehr schön rauchige Variante der Rose ist von Radical Rose. Ehrlich gesagt ist Radical Rose einer meiner Lieblingsrosedüfte überhaupt. Ich habe das Haarparfum noch zu Hause stehen. Ich habe zu Hause auch tatsächlich noch einen Tester stehen von dem Eau de Parfum. Ja, und es ist einfach für mich einer der schönsten Rosedüfte, die jemals gemacht worden sind. Und ich finde aber, dass man hier so in der gesamten Aura von dem Duft merkt und so ein kleines bisschen im Hintergrund, dass hier noch so eine Art rauchige Komponente mit dazu kommt. Also Radical Rose an sich ist ja eigentlich ein sehr saftiger, dunkler, grüner Rosenduft. Also es ist gar nicht so süß und gar nicht so quietschig, rosig wie viele andere Düfte, sondern es hat eher so ein bisschen diesen grünen Charakter. Und die Idee davon ist ja, dass man so ein bisschen den versucht hat, das Blattgrün von der Rose einzufangen. Jetzt war ich ja im Jahr 2023 auch auf den Feldern von Matière Première in Südfrankreich und habe dort die Rosen geerntet und ich kann euch versprechen, ich werde jetzt auch nochmal irgendwie ein Bild einblenden, das beschreibt so schön, wie dieser Duft riecht, weil nämlich dieser Sack mit den Rosenblüten, den man am Ende von so einem Tag geerntet hat, wenn man den auskippt und man riecht an diesem Stoff, also an dem Jutesack, dann hat man wirklich eins zu eins den Duft von Radical Rose Eau de Parfum. Und das ist eben so, wie der Duft riecht und wie ich ihn gerne beschreibe. Also die Blüten an sich riechen eigentlich gar nicht so stark. Aber wenn du dann diese Gesamtheit hast und du riechst dann eben an dem Stoff, dann riechst du auch dieses Blattgrün und die Rose und all das, was diese Pflanze ausmacht. Und das ist denen wirklich sehr, sehr gut gelungen, das einzufangen. Und bei Radical Rose Extrait bekommt man eben mehr von diesem Charakter von der Rose noch mit rein. Also es hat mehr so dieses Samtige von dem Rosenabsolü vielleicht, was dann destilliert wird und hat eben im Hintergrund noch so eine wirklich schöne rauchige Note. Ich finde, dass die ein bisschen raussticht. Also das, ich glaube, dass der Aurélien, also der Parfümeur, versucht hat, das ganz gut zu verstecken und mit einzuweben und so. Aber das sticht schon etwas raus, dass dieser Duft etwas rauchiger ist. Ich finde, er ist auch ein bisschen fruchtiger. Er ist ein bisschen kühler noch durch den Rauch und nicht so warm, nicht so wärmend wie der Eau de Parfum. Aber ist auf jeden Fall ganz schön und ich bin, wie gesagt, einfach ein riesiger Fan von Rose und ich glaube, der wird morgen tatsächlich mein Duft des Tages. Ich glaube übrigens, die Ölkonzentration, falls ihr euch das fragt, liegt so bei 30% müsste das sein. Also es ist auch schon sehr, sehr hoch, steht jetzt ausnahmsweise hier mal nicht drauf und es ist tatsächlich auch ein bisschen Wasser mit drin. Das war, glaube ich, bei den normalen Eau de Parfum auch nicht. Das macht man hin und wieder, um den Anfang von dem Duft ein bisschen anzupassen und etwas sanfter zu gestalten, was bei so einer hohen Konzentration auf jeden Fall Sinn ergibt. So, dann haben wir hier den Santal Austral, das ist der mit dem australischen Sandelholz. Und ich finde, bei diesem Duft hat sich am meisten getan. Also ich sage das auch immer, wenn Leute mich in den Läden fragen, was hältst du von den Extraits, lohnt sich das Upgrade? Ich finde, bei Santal Austral lohnt sich das am meisten, weil dieser Duft vorher, finde ich, so ein bisschen zu den Schwächeren gezählt hat unter diesen dunklen Parfums von Matière Première. Also diese dunkle Kollektion mit Falcon Leather, Encens Soif, Santal Austral, Radical Rose, da war der Santal Austral so mit der Schwächste, finde ich, so von der Haltbarkeit her. Und das ist eben ein super, super geiler, kuscheliger Sandelholzduft. Also er hat irgendwie so ein bisschen was Salziges, der hat so dieses helle Holz, der hat die Cremigkeit von Sandelholz und das ist einfach der perfekte Unisex-Sandelholzduft für die Leute, die einfach was Neues riechen wollen. Der ist ein absoluter Kassenschlager, wenn man Leute hat, die einfach einen unkomplizierten, tollen Duft haben wollen, den wirklich nicht jeder trägt. Also er funktioniert super gut im Verkauf, weil der nicht so edgy ist, den kann man super easy verkaufen, kann man super easy tragen und ich finde, dass der durch das Extrait einfach etwas dunkler und langanhaltender geworden ist. Das ist so die einzige Veränderung, wie ich es beschreiben würde, aber ich finde, dass es dem Duft wirklich gut tut, weil so hat man für das Eau de Parfum die Leute, die vielleicht einen Duft haben wollen, der gut hält, aber jetzt nicht so crazy ist. Und man hat mit dem Extrait de Parfum Duft, der einfach super lange hält und das Ganze noch mal ein bisschen intensiver dunkler macht. Also eigentlich genau das, was man sich auch meistens von einem Extrait de Parfum irgendwie so erhofft. Dann kommen wir zu Encens Soif, also dem sanften Weihrauch. Ursprünglich ein Duft mit Weihrauch, Kaffee und Vanille. Finde ich eine super crazy Kombination, findet man auch heutzutage nicht so häufig mehr. Und es ist tatsächlich der Lieblingsduft von meinem
ehemals französischen Kollegen, also der Kollege, der in Frankreich eben der Sales Manager war und nicht so wie ich in Deutschland. Und ich finde tatsächlich, dass das Eau de Parfum von Encensoir mehr eine Süße hatte und auch hier die Süße irgendwie so ein bisschen rausgenommen wurde. Also bei dem Radical Rose wurde die Wärme ein bisschen rausgenommen von der Rose. Hier wurde die Süße von diesem Kaffee und der Vanille, also dieses Gourmandige, wurde ein bisschen zurückgefahren und es wurde ein bisschen mehr so der Weihrauch hinzugefügt. Auch dieses Parfum wirkt gesättigter, es ist ein bisschen intensiver und wahrscheinlich auch nochmal deutlich langanhaltender. Aber es ist eben mehr mit Fokus Weihrauch. Und ich glaube, das muss man schon mögen. Also der Duft ist spezieller geworden dadurch. Ich finde, dass der durch diesen Vanillekaffee in der ursprünglichen Variante eine super, super geile Tragbarkeit hatte. Also man konnte den Easy-Leuten zeigen, die gar nichts mit Nischenparfum am Hut hatten und die einfach gesagt haben, hey, ich möchte einfach irgendwie sowas Rauchiges, Holziges haben oder irgendwas, was süßlich ist. Und wenn Vanilla Powder, der übrigens als Extrait wahrscheinlich auch ziemlich, ziemlich geil käme, wenn der ein bisschen zu süß war, dann habe ich den immer Encensoir gezeigt, weil der einfach diese rauchige und kühlende Note noch mit drin hatte. Und ich glaube, der geht mehr so in Richtung von einem Amouage vielleicht jetzt auch. Also wenn ich jetzt so einen super orientalen Fan habe, der möchte unbedingt die Weihrauchbombe haben, dann würde ich ihm den jetzt empfehlen. Und das Eau de Parfum wahrscheinlich eher nicht, weil das Eau de Parfum ist schon, das ist schon sehr easygoing eigentlich. Und der ist mehr so auf die Fresse Weihrauch. Das ist schon krass an der Stelle, muss ich sagen. Also hat mich überrascht. Im ersten Eindruck auch nicht so besonders, ja. Also im ersten Eindruck tut sich Radical Rose und Encensoir, die tun sich nicht viel mit den Eau de Parfum. Aber man merkt es im Hintergrund, dass da einfach noch eine andere Basis ist und das Ganze einfach noch etwas raffinierter und intensiver ist an manchen Stellen. Dann kommen wir zu meinem absoluten Favoriten bis jetzt und das ist der Falcon Leather natürlich. Also der Duft mit finnischem Birkenteer und der vegane Lederduft der Reihe. Ich sage das immer, weil das nämlich ziemlich besonders ist. Normalerweise benutzen Menschen für Lederdüfte so Inhaltsstoffe wie Castoreum, also Bibergeil, um diesen Lederakkord zu bilden. Und bei Falcon Leather ist das Spannende, dass er eben auf der einen Seite aus finnischem Birkenteer gemacht ist und auf der anderen Seite aus Safran. Das heißt, diese beiden Inhaltsstoffe, finnischer Birkenteer hat so ein bisschen was Räucherspeckaroma und der Safran hat so ein bisschen ein lederiges Aroma, kennt ihr ja wahrscheinlich von Baccarat Rouge. Und das beides in Kombination ergibt eben den Eindruck von einem Leder und ich finde es ein super, super spannendes Parfum, weil es eben ja ein veganer Lederduft ist, der meiner Ansicht nach auch wirklich eine unfassbare Entwicklung durchmacht. Also am Anfang eher so dieses super rauchige Thema spielt und dann wird er aber ab einem bestimmten Punkt, also so 2-3 Stunden, nachdem du ihn trägst, wird er plötzlich super clean und sauber. Und das ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Ich habe unten auch noch eine Flasche davon stehen, von dem Eau de Parfum. Ich hätte sie jetzt hochholen können aus dem Keller, aber ich habe es verdattelt, wenn ich ehrlich bin. Aber das reicht auch schon, um hier wirklich eine Meinung zu abzugeben, denn ich finde, hier merkt man jetzt tatsächlich auch mal, dass da Oud mit in der Basis mit drin ist. Ich werde mir den auch aufheben für den übernächsten Tag, denke ich mal. Also Sonntag werde ich das Ding rocken und auspacken, weil ja, das ist einfach einer meiner absoluten Favoriten und auch hier wurde wieder so dieser ursprüngliche Inhaltsstoff noch mehr betont. Das kann übrigens sein, dass das wirklich so der Fokus ist, jetzt wo es mir gerade auffällt, dass die versuchen, den ursprünglichen Inhaltsstoff nochmal mehr zu betonen und das eben mit Zusatz von einem anderen Inhaltsstoff, nämlich in diesem Fall Oud, weil Oud hat eben auch so eine ledrige Komponente und es kann sehr gut sein, dass man damit eben versucht hat, so mehr diesen Leder zu betonen. Aber das ist eben auch genau das, was hier der Fall ist. Also ich finde, der ist lederiger geworden. Also es riecht jetzt wirklich einfach so nach Leder. Also noch mehr nach Leder als vorher. Vorher war es eher so diese Safran, leichtes Wildleder-Thema. Jetzt ist das wirklich so ein richtig dunkles Leder, also neuwagenmäßig. Aber auf eine coole Art und Weise, weil der den ursprünglichen Charakter nicht verliert und irgendwie trotzdem noch so dieses, der hat nicht so diesen Tuscan-Leather-Akkord, sondern wirklich einen ganz spannenden, neuartigen Leder-Akkord. Könnte immer noch mein Favorit sein, gemeinsam mit Radical Rose. Ich meine, ich mag die Düfte alle gerne, aber Falcon Leather hat mir einfach immer so gottlos viele Komplimente beschert, dass ich den immer am liebsten getragen habe. Naja, aber wir werden mal gucken, wie die sich im Alltag schlagen. Ihr könnt auf jeden Fall auch sehen, dass die Ölkonzentration hier wirklich hoch ist. Also es ist super, super dickflüssig, das Zeug hier. Wird auf jeden Fall spannend. Gut, damit kommen wir noch zum letzten. Die Nase nochmal frei machen an der Stelle, denn als letztes kommt Crystal Saffron. Und das ist, wie gesagt, der Duft, den ich vor etwas weniger als einem Jahr schon mal gerochen habe auf der Weihnachtsfeier. Und da weiß ich auch noch, wie er riecht, weil das nämlich für mich so spannend war. Das ist nämlich jetzt wirklich, wirklich fruchtig geworden, das Ding. Also ich finde, wenn man sich den Crystal Saffron so anschaut, ist das ja so dieser Eindruck von einem kristallinen Safran. Also das ist ja einfach dieser super klare, komplett transparente Duft.
Ja, der so ein bisschen einen Baccarat Rouge nimmt, aber die komplette Süße rausnimmt und einfach Safran als Inhaltsstoff darstellt. Und hier habe ich jetzt das Gefühl, wurde noch so ein bisschen eine Süße mit dazugegeben. Also der Duft ist ein bisschen süßer als vorher und ja, der riecht deutlich intensiver und ja, der hält auch deutlich länger als vorher. Ich hatte den nämlich letztes Jahr schon auf meinem Arm und habe den irgendwie am nächsten Morgen nach der Weihnachtsfeier noch gerochen, was ich bei dem normalen Crystal Saffron leider immer nicht hatte. Also es gibt einige Leute, die sagen, der hat eine super, super starke Haltbarkeit. Bei mir hat er am Anfang immer sehr stark ausgestrahlt, am Ende des Tages auch, aber ich habe den irgendwann selber nicht mehr wahrgenommen. Und das ist bei dem Crystal Saffron Extrait auf jeden Fall anders. Also der hat nochmal viel mehr Wumms, viel mehr Haltbarkeit und da wurde das wirklich einfach auf die 12 gedreht, das Thema. Und das finde ich ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, der Nachteil ist so ein bisschen, dass es wirklich etwas fruchtiger geworden ist. Denn der Vorteil von dem normalen Eau de Parfum war einfach, dass dieses super unsüße, kristalline Safran-Thema war. Also wirklich einfach holzig, der war klar, der war transparent, kristallin, wie gesagt. Und das ist eben genau das, was den, finde ich, besonders gemacht hat. Das Extrait ist noch ein bisschen süßer geworden, ein bisschen fruchtiger. Dadurch geht es etwas verloren. Also diese Haltbarkeit kommt da mit einem Preis. Und es ist eben ganz spannend, so als Limited Edition. Aber ob man das Ganze jetzt mehr mag als das Normale, das muss sich zeigen und da müsst ihr einfach selber, glaube ich, mal experimentieren und gucken, ob euch das Ganze besser gefällt. Ja, für mich persönlich ist das Fazit aber, ich finde die Düfte grandios. Würde ich sagen, dass das jedes Mal jetzt ein Aufpreis von 150 Euro wert ist? Ich bin mir nicht sicher. Und wisst ihr, was das große Problem ist, warum ich das sage? Nicht, weil ich die Marke nicht mag, sondern ich mag die sehr gerne. Aber ich finde einfach, dass die an sich schon so eine gute Qualität bieten bei den Eau de Parfum, dass es vielleicht nicht mal mehr nötig ist, so viel Geld auszugeben für so wenig mehr. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich mir ein Radical Rose anschaue, das ist für mich wirklich all-time einer der Top 3 Rose-Düfte, die ich jemals gerochen habe in meinem Leben. Und Falcon Leather ist sowieso unter meinen Top 2 Komplimente-Düften aller Zeiten. Von da gemeinsam mit meinem eigenen Duft U31. Von daher ist es einfach, für mich gibt es da eigentlich keine Steigerungsmöglichkeit. Wieso der Langzeittest ausfällt, das werde ich dann mal gucken. Aber für mich ist es auf jeden Fall ein spannendes Experiment, was wahrscheinlich eher für Liebhaber geeignet ist. Aber natürlich solltet ihr den Kram trotzdem testen, Leute. Deshalb, wie gesagt, Link zu den Samples stelle ich euch in die Beschreibung rein. Feel free, testet das einfach alles aus, denn ich glaube, ihr könnt mit den Düften auf jeden Fall nichts falsch machen. Und das war meine Meinung zu den Matière Première Extrait de Parfum. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Bin mal gespannt, wie viele Leute das Video überhaupt gucken werden, weil das doch irgendwie ein ziemlich nischiges Thema ist. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare, Leute. Lasst mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.